Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Amesbauer. Hannes Amesbauer, Vertragsbediensteter, FPÖ-Abgeordneter aus Neuberg an der Mürz. Geschätzte Damen und Herren, Ihr Volksbegehren sind ein wichtiges Instrument der direkten Demokratie. Dieses Tierschutzvolksbegehren haben mehr als 416.000 Menschen unterschrieben. Auch ich habe dieses Volksbegehren aus tiefer Überzeugung unterschrieben, weil es mir auch inhaltlich gefallen hat. Es ist gut aufbearbeitet, es ist gut argumentiert und im Gegensatz zu anderen Tierschutzorganisationen, die oft sehr radikal auch vorgehen zur Durchsetzung ihrer Anliegen, arbeitet dieses Tierschutzvolksbegehren nicht mit Schuldzuweisungen gegenüber der Landwirtschaft oder auch gegenüber den Jägern, das ist mir besonders wichtig, sondern mit konkreten Lösungsvorschlägen. Weil ich bin überzeugt davon, dass einerseits in der Landwirtschaft die große Masse aller Bäuerinnen und Bauern eine enge und gute Beziehung zu ihren Tieren hat, die ja nicht nur Nutztiere sind, die auch fühlende Wesen sind. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe und natürlich haben wir vor allem auch im Bereich der industriellen Massentierhaltung, der Massenfleischproduktion Mängel, die behoben werden müssen. Das sind wir den Tieren auch schuldig. Und andererseits auch im Bereich der Jagd, das freut mich auch, dass hier nicht die Jäger als Sündenböcke hingestellt werden, wie das andere Tierschutzorganisationen machen. Ich bin selbst Jäger und ich bin überzeugt davon, dass die Jagd, wenn sie höchsten weidmännischen und jagdethischen Ansprüchen gerecht wird, einen wesentlichen Beitrag zum Tierschutz in diesem Land leistet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Insbesondere die Bereiche Lebendtiertransporte, da muss etwas passieren, da muss auch auf europäischer Ebene etwas passieren, denn wir können es ethisch nicht verantworten, dass Tiere hunderte Kilometer, tausende Kilometer quer durch Europa bis in den Nahen Osten, bis nach Nordafrika transportiert werden und dort Höllenqualen ausgesetzt werden. Wir können es auf Dauer auch nicht akzeptieren und die FPÖ hat hier seit Jahren eine klare Haltung, dass männliche Lebendküken zu Milliarden geschreddert oder erstickt werden. Das kann eine zivilisierte Gesellschaft so nicht wahrhaben wollen. Darum bin ich froh, dass dieses Volksbegehren parteiübergreifend Zuspruch findet. Ich hoffe auch, es ist ja die erste Lesung heute, das geht in den Ausschuss, dass das ordentlich diskutiert wird und dass es nicht das Schicksal erleidet, wie viele Volksbegehren in diesem Land, dass es dann ein parlamentarisches Begräbnis erster Güte wird, sondern dass wir wirklich die Forderungen, die hier gestellt werden, weitestmöglich umsetzen. Und ich freue mich schon auf den weiteren parlamentarischen Prozess, denn Tierschutz ist keine ideologische Frage, Tierschutz ist keine Frage der Parteifarbe. Tierschutz und der Umgang mit unseren Mitgeschöpfen geht uns alle etwas an.